Guten Morgen. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich jetzt hier so aussehe. Mein Föhn ist kaputt. Yay. Also er föhnt noch, aber man kann da halt so einstellen, also kalt, mittel und warm halt. Und ich nehme immer warm, weil ansonsten fühle ich mich, als ob ich mich gleich erkälten würde, als ob ich irgendwo im kalten Wind stehen würde. Ja, und er ist kaputt, er macht nur noch kalte Luft raus. Und ich will mich jetzt nicht erkälten. Also ich habe jedenfalls das Gefühl, dass ich mich erkälten würde, wenn ich mich damit föhnen würde. Und deswegen, ja. Toll. Ich habe Koya das schon gesagt. Er meinte, vielleicht kann man den noch reparieren, dass da einfach nur der Schalter kaputt ist. Ansonsten hat dieser Föhn, glaube ich, 10 Euro gekostet bei Lidl. Das war jetzt auch nicht so schlimm, aber für den jetzigen Moment ist es einfach scheiße. Und wo wir gerade bei Scheiße sind, Mia hatte heute Morgen juckende Beine. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Sie hat heute Morgen halt Milch getrunken. Und das letzte Mal war es ja auch die Vanillemilch, habe ich jedenfalls die Vermutung. Aber sie hat auch mit Sheila die ganze Zeit gekuschelt. Die lagen halt vorhin hier auf dem Teppich und haben gekuschelt. Und sie hat Sheila gekrault und ganz doll gekuschelt, ne? Und ja, dann kam sie jedenfalls runter und meinte auf einmal so, Mama, meine Beine jucken. Ich sage, oh nein, habe ich sie mir angeguckt. So ein bisschen war da, es war nicht so extrem, es war ein bisschen. Und ich habe jetzt auch kein Mittel dagegen gegeben, weil es halt wirklich nur so ein bisschen war. Und ja, nicht schlimm. Also habe ich eben ihr keinen Cetirizinsaft gegeben. Und ja, wir wissen jetzt nicht genau, ob es jetzt die Milch ist, ob es der Hund ist, keine Ahnung. Ich hoffe ja, wenn, überhaupt eher die Milch als der Hund, weil wir können eher auf Milch verzichten als auf Sheila. Und ja, heute im Kindergarten ist auch noch Müsli-Tag, das heißt, da gibt es halt auch noch Milch und Müsli mit Milch und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, sie darf es trotzdem essen und die soll mich aber nur informieren, wenn es jetzt halt schlimmer wird oder so, ne? Keine Ahnung. Und ich habe jetzt einfach vor, heute Abend ihr einfach Milch zu geben, so viel sie will. Sie trinkt ja so gerne Milch. Ich frage mich auch, also der Arzt meint halt auch so, dass das von heute auf morgen kommen kann. Also heute trinke ich noch Milch und morgen habe ich irgendwann eine Allergie dagegen. Das ist ganz normal, dass das von heute auf morgen kommt. Und ja, schauen wir mal. Wir haben jetzt den Plan, Koya und ich, dass wir ihr heute Abend einfach ganz normal Milch geben und nicht nur ein Glas, sondern sie darf 2 oder 3 Gläser trinken. Und dann kontrollieren wir das, ja? Also wenn sie jetzt da einen allergischen Schock kriegt oder sowas, sind wir ja dabei. Wir fangen natürlich nicht an, kippen ihr 3 Liter rein und schauen, was passiert, sondern sie darf halt was trinken und dann gucken wir mal, ob dieser Ausschlag wiederkommt oder nicht. Wenn er wiederkommt, wissen wir, dass es die Milch ist. Wenn er nicht wiederkommt, dann wissen wir immer noch nicht, was es ist. Keine Ahnung. Aber viele haben mich auch angeschrieben und haben auch mir auch privat bei Instagram geschrieben, ob das vielleicht das Waschmittel ist oder so. Und ich habe das Waschmittel zwar gewechselt, aber die Kleidung hatte sie jetzt noch nicht an. Ich habe nämlich von Frosch so ein Waschmittel gekauft. Das hatte sie aber noch nicht an. Also kann es das eigentlich nicht sein. Und außerdem, wenn es jetzt abends, also das eine Mal ist es ja abends aufgetreten, das erste Mal. Und da hatte sie den ganzen Tag diese Klamotten an. Also warum, wenn sie das den ganzen Tag anhat, warum erst abends, ne? Also ich glaube eher, dass es was mit dem Essen zu tun hat und das, oder Trinken, keine Ahnung. Das bestätigt ja auch, dass sie heute Morgen das wieder so ein bisschen an den Beinen hatte, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall gab es jetzt keinen Cetirizinsaft, weil ich einfach gucken will, ob das vielleicht von alleine weggeht und das hat sie jetzt auch nicht so beeinträchtigt, keine Ahnung. Ja, ich kann mich ja nicht wirklich fertig machen. Ich fange jetzt gleich an und schneide Video und wollte hier noch so den groben Mist aufräumen, also hier Bett machen und sowas. Aber ansonsten ist es eigentlich aufgeräumt hier oben. Ich bin sehr froh. Und um 11, jetzt haben wir 9.45 Uhr, um 11 treffe ich mich mit meiner Mama, weil meine Mama halt Implantate kriegt in den Zähnen. Also da ist irgendwie so eine Brücke, hatte sie, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht genau. Und da kriegt sie hinten einen Zahn, so ein Implantat, also wenn ich weiß, was ein Implantat ist. Da wird quasi irgendwas in den Knochen reingebohrt, so ein Metallstift. Auf diesen Metallstift kann man dann einen Zahn setzen, keine Ahnung. Das bekommt sie jedenfalls heute und darf halt kein Auto fahren, deswegen fahre ich sie hin und mein Papa holt sie dann in, keine Ahnung, 2,5 Stunden oder so, holt er sie jedenfalls wieder ab. Haben wir so geregelt und ja, also ich, erstmal kostet das Schweine viel Geld und ich weiß nicht, ob das so toll ist, aber sie hatte schon mal ein Implantat und sie meinte halt, sie wird das übernehmen. Auf jeden Fall, da fahre ich mit ihr um 11 Uhr hin und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe auch noch schon mega Hunger, also mein Magen knurrt richtig, ich muss erstmal was frühstücken und dann wird Video geschnitten für euch. Mit nassen Haaren. So, wir haben es jetzt 1:15. Ich habe gerade einen Anruf aus der Krippe bekommen. Also es ist nichts Schlimmes passiert, aber es gibt hier in Hannover eine Sturmwarnung. Und es ist wohl mega stürmisch, also sehe ich ja hier. Aber es soll wohl noch viel, viel schlimmer werden. Die haben mit der Polizei gesprochen.
Und alle Kindergärten machen wohl hier irgendwie um 14 Uhr zu. Jedenfalls die, also ja, das ist so ein Zusammenschluss von mehreren Kindergärten. Die machen auf jeden Fall alle um 14 Uhr spätestens zu. Und deswegen muss ich Ben halt vorher abholen. Und Koya hat mir schon Bilder geschickt. Das ist, also er ist ja quasi, seine Arbeit ist ja auf dem Land und es ist wohl mega, mega krass draußen. Und es sind schon ein paar Bäume umgeknickt und so. Bei uns ist Gott sei Dank noch nichts passiert. Unser Balkon ist ja wohl irgendwie nicht so sturmfest, ne? Aber da ist wohl noch nichts. Ja, es ist, wie spät ist es jetzt? Ich kann es nicht genau sehen, wie spät es ist, aber irgendwie so 12:45 oder so. Und ich fahre jetzt schon los. Ich hole jetzt noch ganz schnell was zu essen. Von Lidl schnell, dann hole ich mir ab, weil ich kann mir ja erst eins abholen oder ab eins abholen und dann hole ich schon ganz schnell Ben und dann bin ich froh, wenn wir wieder zu Hause sind. Es ist mega stürmisch und wenn sogar die Kindergärten früher zumachen und es so eine Sturmwarnung gibt, hier liegen auch schon so ein paar umgeflogene Sachen. Ich habe auch eben gerade schon eine Kettensäge gehört, also als ob hier irgendjemand in der Nähe mit einer Kettensäge irgendwas zuschneidet. Weil hier ein Baum umgefallen ist. Und ich denke, fliegt auch hier um. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist ein bisschen ungemütlich. Ja, ich hole jetzt schnell die Kinder ab und hoffe, dass uns auf dem Weg kein Baum auf den Kopf fällt oder so. Keine Ahnung. Kann ja mal schnell passieren, dass so ein Baum umfällt. Deswegen, ja, wir sehen uns gleich zu Hause, wenn ich wieder in Sicherheit bin mit den Kindern. So, die Kinder habe ich abgeholt. Alles gut, wir haben es jetzt kurz vor 2. Ich weiß gar nicht, sieht man es draußen, ob es stürmisch ist? Nee, ich glaube, sehen tut man es nicht. Ich muss mal die Heizung hier so ein bisschen ausmachen. Genau. Ich habe meine Eltern noch getroffen. Also als ich quasi gerade losgefahren bin, habe ich euch schon erzählt, habe ich jedenfalls meine Eltern getroffen. Die sind jetzt auch schon da, haben das Auto auch reingestellt. Ich habe mein Auto auch reingestellt, weil Koya meinte, wenn wir quasi vor unsere Tür parken, wo ich sonst immer parke und wo man ja eigentlich nicht parken darf, ne, wenn da dann ein Ast oder so oder ein Baum umfällt auf mein Auto, ja, dann bezahlt es wahrscheinlich die Versicherung nicht, weil man da eigentlich nicht parken darf. Deswegen habe ich mein Auto jetzt auch reingestellt. Die Kinder spielen jetzt gerade unten. Ben hat ja ein bisschen weniger oder ein bisschen wenig geschlafen. Ich glaube, um 12 ist er ins Bett gegangen, um 13:30 wieder aufgestanden und ihm ist das irgendwie sonst schon zu früh oder zu wenig Zeit. Er schläft ja gerne 3-4 Stunden. Müssen wir mal schauen, ob die dann heute ein bisschen früher ins Bett gehen. Mia war mega zickig drauf, also ich weiß nicht. Ich habe noch die Tochter meiner Freundin mitgenommen, weil damit die halt nicht los muss, weil es halt mega windig ist und so. Und dann, ja, Mia wollte auf dem anderen Kindersitz sitzen und oh ey, so ein Rumgezicke. Ich hatte schon gar keinen Bock mehr, am liebsten hätte ich sie sofort ins Bett geschickt, aber sie war jetzt wieder lieb. Keine Ahnung, was das war. Sie hat auch kein Mittag gegessen in der Krippe, nee, im Kindergarten, weil es da Reis gab und sie wollte Nudeln essen. Und das fand sie nicht toll, deswegen hat sie gar nichts gegessen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe ja eben gerade noch bei Lidl schnell eingekauft. Bei uns gibt es heute Lasagne. Muss ich mal gucken, ob ich die jetzt gleich schon mache oder nicht. Also ich habe schon ein bisschen Hunger. Ja, schauen wir einfach mal. Und wir schauen einfach vor allen Dingen mal, wie es jetzt hier draußen weitergeht. Noch hält unser Balkon hier alles. Aber, ja, wer weiß wie lange. Also es ist wohl auch so, dass die Schulen hier früher Schluss bekommen haben. Manche durften sogar schon um 10 gehen. Manche, keine Ahnung, haben auf jeden Fall eine Stunde früher Schluss bekommen und so. Das ist schon krass. Koya hat mir auch schon ein paar Fotos geschickt, wie es bei den Jungs bei ihm unterwegs halt so läuft. Weil die sind ja, die fahren ja Sauerstoff aus für die Patienten. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber es hört sich schlimm an. Die fahren jedenfalls Sauerstoff aus und die müssen ja auch weiterfahren. Und die fahren teilweise durch den Harz und boah, keine Ahnung, ist halt richtig scheiße. Da sind schon 1000 Bäume umgeknickt und ich hoffe, es passiert heute nicht so. Ich hoffe, dass Koya pünktlich nach Hause kommen kann und dass er da nicht irgendwie, ja, nicht weg kann, weil da ein Baum umknickt oder so. Wir hoffen das Beste. So, ich bin jetzt am Kochen, aber ich mache da nicht nur die Tüten rein, sondern ich mache auch noch Zwiebeln rein. Ich liebe ja Zwiebeln, wisst ihr. Creme fraiche kommt ja später noch drauf. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Paprika, also es wird so ein bisschen Reste-Lasagne. Dann habe ich hier noch Tomate Mozzarella. Das werde ich einfach auch nochmal klein schneiden und damit reinpacken, wenn das Hackfleisch angebraten ist. Und hier habe ich auch noch Feta-Käse von gestern auch noch. Den werde ich auch noch reinmachen. Also es wird so ein bisschen Reste-Lasagne werden. Und ich finde es ganz cool eigentlich. Das kann man ja alles reinmachen und seinen Kühlschrank mal so ein bisschen aufräumen. Ich mag auch total gerne Reste Auflauf. Also alles, was man so hat,
Auflauf mit Käse überbacken und fertig. Deswegen, ja, mal schauen, wie das schmecken wird. Aber mit Käse schmeckt ja eigentlich immer alles und Mozzarella und so. Ich denke mal, das wird lecker. So, ich wollte euch mal zeigen, wie windig es jetzt ist. Also noch hält alles. Aber es ist, also da sind ein paar Sachen hingeflogen, die standen da vorhin nicht, aber es ist mega windig. Ihr seht schon an der Habt ihr das gesehen? Das war jetzt eine große Kühe. Boah. Ein bisschen Angst, dass die Schaukel hier, aber ich kann sie auch nicht abmachen. Ja, bestimmt ein wenig, würde ich sagen. Mia, du bleibst hier drinne. Also noch hält alles. Aber es ist teilweise echt ein bisschen windig. Mama, wir fahren irgendwann die Bäume ab heute. Nee, hoffentlich nicht. So, also ihr konntet sehen, es ist ein bisschen windig draußen und das ist auch immer so ein bisschen bedrohlich, wenn man so hört und wenn ich mir sehe, dass hier manchmal immer noch Fahrräder langfahren. Wer fährt denn bitte bei dem Wetter jetzt mit dem Fahrrad? Also, ja. Unsere Lasagne ist gleich fertig. Wir essen jetzt gleich erstmal Lasagne und dann... Mama, guck mal! Was ist da? Guck mal, da ist ein Mensch lang gegangen. Den... Ja, der geht da lang, ne? Mal sehen, wenn ich einen Sturm... Aber es ist noch... Also noch ist kein Baum oder so runtergefallen. Ich bin mega kaputt irgendwie. Ich weiß gar nicht, wovon. Ich glaube, das kommt vom Essen. Wir haben jetzt schon 7:10. Ja... Wie ihr sehen könnt, Ben hat gegessen. Er mochte aber die Gurkenschalen irgendwie nicht und hat nur das Innere gegessen. Mir und Ben haben mir sehr gut gespielt. Ich habe mich vorhin ein bisschen ins Bett gekuschelt und habe mich... Oh, so sehe ich mich gar nicht, ne? Erstmal gucken, wo ich mich hinsetzen kann. Ich habe mich hingelegt, weil ich irgendwie total kaputt war nach dem Essen. Keine Ahnung, habe ich auch so ein bisschen eingenickt. Ja, die Kinder hatten unten gespielt und kamen dann hoch und haben ja alles zerstört. Ja, muss ich gleich noch aufräumen. Koya bringt gerade Ben ins Bett. Mia macht sich auch gerade fertig. Und dann gehe ich, glaube ich, auch schon wieder ins Bett. Also ich weiß nicht, was heute für ein Tag ist, was los ist mit mir, aber ich bin halt irgendwie so knatschig und nölig und müde. Ich habe mir auch schon Tee gemacht und ja, werde jetzt mal runtergehen zu den Kindern. Oder werde ich hier erst auf? Ich glaube, ich räume hier erst auf. Koya macht die Kinder ja gerade fertig. Und dann sage ich denen nur noch gute Nacht. Und dann... ist der Tag für mich gelaufen. Hier mein Dutt, ne? Sieht auch toll aus. So, könnt ihr das sehen? Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Oder hier auf den Beinen sieht man es ganz gut. Und da, Mia hat wieder ihren Ausschlag. Und das doofe Kamerading ist schon wieder zugegangen. Ja, Mia hat ihren Ausschlag. Ich habe es gerade eben als erstes bei ihrem Gesicht gesehen, weil sie hier diese Stippen bekommen hat. Die hatte sie vorhin nicht. Und, ja, wir haben ihr eben gerade Milch gegeben. Sie hat ein ganzes Glas Milch getrunken und jetzt ist es gekommen. Vorher war es nicht. So, Mia. Mama. Ja, Mia. Mama macht das. Wieso Papa macht das? Super. Schmeckt das lecker? Ja. Also gibt es jetzt eine Portion Cetirizinsaft, weil ich möchte nicht, dass sie... Mama, dürfen wir da vorher schon Milch trinken? Nee, wir müssen jetzt mal gucken. Das ist jetzt die Frage. Also ich gehe mal davon aus, dass es die normale Milch... Wir haben ihr ja normale Milch gegeben. Dass es einfach an der Milch liegt, was ich nicht verstehe, weil sie vorher literweise Milch getrunken hat und jetzt auf einmal ist das. Aber die Ärztin meinte ja, das kann von heute auf morgen kommen. Ja, müssen wir mal schauen, wie es jetzt weitergeht, ob wir so einen Allergietest machen oder ob wir, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Mama, wie geht's weiter? Ja, das weiß ich nicht. Aber ja, so einen Allergieprick-Test halte ich persönlich nicht viel von, weil da bist du ja auf alles allergisch. Auf jeden Fall, wir haben das können wir trinken. Ja, aber das ist ja keine Dauerlösung. Weiß ich nicht, bei Julia zum Beispiel, die nimmt das den ganzen Sommer über, jeden Abend. Ich weiß es nicht genau, wie wir das jetzt machen. Muss ich einfach. Ich weiß auch gar nicht, zu was für einem Arzt man da geht. Zu was mit dem Arzt geht man, wenn man eine Allergie hat. Allergetikologen oder so heißt das. Ja, heißen die so? Ist das nicht Endokrinologe oder sowas? Ich weiß es nicht. Also, falls ihr wisst, zu welchem Arzt man geht, wenn man eine Allergie hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Ja, macht ihr Faxen.
So, die Mia geht jetzt Bubu machen. Kuss. Spider-Man-Kuss? Möchtest du noch einen Saft trinken? Ja. Du, komm. Nein, Liebling. Ja, viel, komm. Ach, Quatsch. Lass das, Löffel. Guck mal, sie will das nicht trinken. Brauchen wir einen Löffel? Wenn da jetzt Alkohol drin wäre, würde ich sagen, du bist Alkoholiker. So, hinlegen. Ich würde gerade am liebsten alles austrinken. Gute Nacht. Mama, wenn es wiederkommt, darf ich das dann noch mal trinken? Bitte, nee. Bitte. bitte, Mama. Ja. So, Mia liegt im Bett. Ben guckt sich noch ein Buch an. Hinlegen, Ben. Plumps. Mama, du kannst das... Gute Nacht, Schnuppi. Mama, gute Nacht. Was wolltest du anmachen? Den Globus? Soll ich das mal machen? Wo mache ich den denn an? Mach mal hier. Da-da-da. Super. Also Nachtlicht ist auch an damit. Und Ben legt sich bitte wieder hin. Hinlegen. Geht auch Nachtlicht an. Hinlegen. Ja. So, hinlegen. Zack. Ben liest noch ein Buch. Der ist nämlich gebildet. Jetzt geht die CD wieder an. Oder die alte Eiche in den Schatten. Ben hat einfach was da rausgerissen. Nein, das ist ja ein Kinderbuch. Das ist extra für Babys. So, also, so sieht jetzt unser Abend aus. Wir müssen jetzt halt uns mal überlegen. Seht ihr mich auch noch? Wir müssen uns jetzt halt überlegen, was wir jetzt machen. Ich google das gleich mal. Oben habe ich jetzt auch schon gesaugt. Und ja, jedenfalls wissen wir jetzt, woran es liegt. Es liegt an der Milch. Ja. Ich google das jetzt mal. Wir haben jetzt hier oben Feierabend. Koya muss noch mein Waschbecken schrubben, weil er da ja ein bisschen Farbreste dran hatte, ne? Ich bin immer an allem schuld. Wieso bin ich jetzt daran schuld, dass du da die Farbe ausgibst? Das habe ich nicht gesagt. Hier, aber au! Hexe, sie schlägt und misshandelt mich immer. Hat keiner gesehen. Sie misshandelt mich immer. Ja, so siehst du auch aus. Du siehst doch aus wie so ein Opfer. Was? Au! Liebling, es reicht, wirklich. Das finde ich zum Beispiel nicht lustig. Deine gewalttätige Art. So, ich google das jetzt nochmal, was wir jetzt gegen diese scheiß Allergie machen können. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.